In unserer Bandserie präsentieren wir heute den Musiker Thorsten Dietrich zusammen mit der Sängerin Kati Juraschka und dem aktuellen Projekt Ego Trip. Also wir machen so Deutsch-Pop-Rock, würde ich es bezeichnen. Eigene Songs, eigene Texte, wir spielen ja live, das ist uns so am wichtigsten auch. Also für die neue Single-Auskopplung gibt es halt ein Ego Trip featuring Kahira. Das wird Ende des Jahres noch veröffentlicht. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Und ja, wir haben uns zusammengetan, musikalisch, und das klingt ganz gut. Was ist das los? Ich komm an dich nicht ran. Was ist es, was ich nicht schlafen kann? Deine Augen sind auf. Doch sie sagen nichts aus. Ich sag es immer zu Haus und der Kopf will nicht kapieren. Ist es wirklich so? Kann man alles verlieren? Und die Antwort versteckt sich hinter deinem Gesicht. Außerdem haben wir erfahren, wie aus den Anfängen der Musik mehr wurde. Dann immer ein Klavier im Haus, Blockflöte, dann irgendwann auf ein Klavier rumgeklimpert. Willst du nicht Klavierunterricht nehmen? Klar, sagt man dann irgendwie, als sechsjähriges Kind auch nicht dagegen was. Dann später erst eigentlich Schlagzeug, so mit 16 ziemlich spät, wegen der Band live. Man wollte ja rocken und will es immer noch. Und ja, Gitarre ein bisschen nebenbei. Das ist so die musikalische Vita von mir. Gefragt, wie ich auf die Texte komme, ob das autobiografisch sei. also natürlich ist ein Teil da von mir, das ist ja klar. Wobei da nicht jedes Thema jetzt direkt auf mich zugrifft. Also sind ja auch Themen, die irgendwie im Freundeskreis auftreten oder die einen irgendwie berühren. Und ich versuche eben über das Leben zu schreiben, über die Liebe und nicht über irgendwas, was mich jetzt nicht interessiert oder so. Genau. Und das versuche ich eben in den Texten irgendwie wiederzugeben und es mit der Musik zu vereinen einfach. Ja. Kann ich was zu sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, draußen warten die Fans. Ja, die laufen alle vorbei, die wissen nicht, dass wir hier sind. Über meine Musik, also da werde ich oft gefragt, lebst du davon? Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Ich bin Sozialpädagoge, arbeite da auch ganz normal. Und von der Musik kann man in dem, also auf was ich gerade so mache, das ist ein Hobby. Es ist ein sehr zeiteinnehmendes und auch kostenintensives Hobby. Aber die Kosten trage ich. Das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, da lebe ich jetzt von. Es ist allgemein klasse, wenn jemand deine Texte auswendig kann und mitsingt. Also meine Vergangenheit musikalisch liegt eigentlich im Punkrock begründet. Wer meint Punkrock aus Schlitz, seit 15 Jahren trommel ich da, schreibt da auch die Songs. Und die Live-Erfahrungen, die kicken dich halt einfach so. Egal, ob du jetzt vor 30 Leuten spielst oder vor einer vollen Hütte, das kommt ja immer drauf an, wo gehen die Leute auch auf Konzerte noch oder wieder. Ja? Und wenn dann natürlich bei so einem Song wie Nazi-Schlampe alle mitgrölen, die Kids, dann denkst du, ja, hast du irgendwann mal ausgedacht und jetzt singen die das, findest du klasse. Was hat dich so verletzt? Was ist bloß geschehen? Die Single Zerrissen wird dieses Jahr noch rauskommen. Daumen hoch. Wir müssen den Daumen hoch machen. Daumen hoch. Und dann gibt es noch eine zweite Single geplant, die wird Spiel mit mir heißen. Da haben wir sehr, sehr lustige Fotos auch gemacht. Kann man auf Facebook gucken. Facebook, /Ego-Trip. Oder Karriere. Genau, einfach mal ein bisschen googeln. Oder beides. Genau. Da kann man alles finden, was dann VÖ-relevant ist. Also wie gesagt, halt mal die Augen und Ohren offen. Rock'n'Roll.